So dumm, dass sich das überhaupt nicht regeneriert von alleine, ey. Geht nicht auf. Hier sind jetzt Gebäude und das ist wohl eine Military Base. Oh, ein Soundroom, ne? Jason. Jo, und das sind auch Kasernen hier, oder mit den übrigen kleinen Hütten. Ich starte rein. Ich starte hinterher. Ich loote von der anderen Seite. Ein blauer Riesenrucksack, Tactical Vest. Oh, on my way. Musst du, glaube ich, im Liegen looten. Blue Mountain Backpack. Hier ist einer. Wo denn? Hat dich wohl gar nicht interessiert. Wo ist einer? Hier hockt einer. Den habe ich nicht gesehen. Willst du ihn totschießen? Ja, was willst du machen? Er blutet aus, nehme ich an. Reicht. Lass ihn einfach verbluten. Why man? I had nothing. Come over here. I bandage you. Come over here. I bandage you. Come here. Sure. After you attack me. Jetzt traut er dir nicht mehr. I promise I won't. I have nothing. Come on. I bandage you. I have nothing yet. I don't understand. Yeah, that's why I want to bandage you, okay? Play deathmatch, then buy another game, yeah. Yeah, just chill out. I want to bandage you. It was a misunderstanding, okay? Okay. We met some other guys here. They shoot at us, and we thought you were one of them. You still bleeding? No. Oh, thank you. Okay, you okay? You need anything? Well, I need anything, yeah. I have nothing. I'm a total... Come in here, come in here. Just come with us. There's a backpack, you can have it. Here's a blue backpack. Sorry for that, dude. Here's a blue backpack on the bed. You can come in here. Just go in, take the backpack. Go in, I loot other stuff. In the last room is the backpack. We don't need this. You can take it. Okay, thanks a lot, then. I'm sorry again. See you soon. Don't shoot us. Well, I try not to. Yeah, I like to play with the other players. It's okay if I join you. Although I don't see not so a lot. It's really gray my screen now. Yo, it's okay. Where are you from? I'm bugging, I have to relog. I'll be right back. From Germany? Okay, wir sind auch von Deutschland, alles klar. Ja, bitte? Ich hab auch TeamSpeak-Server, wenn du da drauf kommst. Jetzt komm mal mit, hier drin erst nochmal den Backpack holen. Ich hab's doch nochmal geschrieben, das steht unten links, müsste es... Unten links müsste es geschrieben stehen, ne? Oh, hi, hier ist offen. Oh yeah, hallo. So, jetzt brauchen wir den Kackknopf nicht mehr drücken. Und dann gucken wir mal weiter in die Military Base rein, in der Hoffnung, dass uns hier nicht irgendwelche leer, Leute ja. mit einer M4 abschießen. Ja. Okay. Ja, wir waren nämlich gerade in der, also vor ungefähr 20 Minuten in der Stadt hier über der Militärbase und da haben uns zwei Leute mit einer M4 einfach gnadenlos beballert, deswegen waren wir ein bisschen aggro. Okay. Da unten geht's weiter. Oh geil. Ich find's halt immer so ein bisschen frustrierend, immer wenn man nur rumläuft, einfach abgeschossen zu werden und sonstiges, das macht irgendwie... Ja, na klar. Ist jetzt der Bildschirm bei dir dolle grau? Naja, ist alles unscharf, ja. Also ich sehe euch nur schemenhaft. Ja, bei mir auch die ganze Zeit schon. Das ist ziemlich dafür kacke. Müssen wir Bloodpacks finden und Destillatoren, um das Blut austauschen zu können. Aber ja. Das ist übelst selten.
Haben wir einmal gefunden, aber. Das suchen wir die ganze Zeit schon. Guck mal, da vorne in dem großen Haus könnte es vielleicht sein. Na, schauen wir mal, was wir hier so finden. Wir haben ja gedacht, das würde irgendwann, dein Körper regeneriert ja eigentlich von alleine wieder Blut, dass das irgendwann von alleine wieder geht, aber wir rennen hier bestimmt schon eine Stunde rum und sie rennt die ganze Zeit mit einem grauen Bildschirm rum. Ja, ja. Bist du das hier? Ja, das bist du. Okay. Müssen alle wieder sein, hoffentlich. Ja. Da drin liegt, glaube ich, ein Brecheisen. Jo, hier ist ein Brecheisen drin, ne? Und Handschuhe. Oh, okay. Die Handschuhe nehme ich mir. Hab noch keine. Ich habe auch Handschuhe gefunden. Ich bring dir die mit, dann kannst du die anziehen. Du hast ja noch nichts, ne? Ja, Handschuhe habe ich schon. Okay. Okay, ich stelle mir eine Waffe oder sowas. Handschuhe findet man öfters, aber Waffen und sonstiges, aber da hier sehe ich was. Was ist das? Ich stehe mitten im Raum. Ah, das sind nur Schuhe. Ich habe hier einen blauen Motorradhelm. Oh, der ist gut. Der liegt hier in dem Lager, der ist auch noch neu. Ich stehe vor dem Lager, laufe hier so ein bisschen hin und her. Was ist von deinem harten Helm? Zum Beispiel, wenn dich jemand mit Faust angreift oder so, dann hältst du länger aus, wenn er dir auf den Kopf haut. Auch mit der Axt. Bist du auch ein mit bisschen der Axt. Alles klar. Robuster. Also ich stehe hier mitten vor dem Brecheisen. Das Brecheisen kann man als Waffe einsetzen. Guck mal, hier ist der Helm drin. In dem hier. Ja. Okay. Der ist auch noch so gut wie neu. Wenn den keiner haben will, dann nehme ich den. Wir haben noch. Da war ich noch nicht drin, da durfte nichts drin sein, aber. Nee. Und in der Kaserne hier war auch nichts, ne? Da war nichts, ne? Da war ich gerade drin. Hier drüben, komm mal nach anderer Seite rechts. Ja. Genau hier. Da ist das Brecheisen, hast du wenigstens irgendwas zum Angreifen. Ja, irgendwas wenigstens, ne? Ich bin echt verwundert, wie wenig Waffen oder sowas überhaupt gibt. Also wir haben bis jetzt immer welche gefunden. Also so Brecheisen, Äxte und so findet man relativ schnell, finde ich. Ja, Baseballschläger und so. Ich meine, ich habe eine M4 gefunden in Tscherno, in der Schule. Oh, in der Schule. Ja, das fand ich auch geil. Aber dann das nächste Mal, wo ich eingestiegen bin, hat er mich hier irgendwie neu gestartet und dann hatte ich schon wieder alles vergessen. Das war scheiße. Okay, wollen wir wieder raus zum nächsten? Oh, schöne neue Schuhe. Jo, lass, ich komme mal raus. Geh du mal vor, du hast die beste Sicht von allen. Genau, ich gucke. Ich hoffe, dass in dem großen Gebäude irgendwie Destillatoren oder so sind, damit wir in dem Bloodpack wenigstens einmal. Oh, hier muss es eigentlich so ein Arztgebäude geben. Bei jeder Militärbase gibt es sowas. Oder so ein kleines Zelt wenigstens. Das wäre richtig geil. Ja, und in nächster Erinnerung findest du eh so ein Ding, so voll lächerlich. Ich bin jetzt hier links direkt durch das Gebäude, wo wir raus sind. Ja, ich komme hinterher. Oh, ich auch. Ich gehe hier rechts in die erste Kaserne. Okay. Ja, hier scheint es gerade eigentlich recht ruhig zu sein. Geh mal ganz nach rechts. Das ist so mega kacke mit dieser verschwommenen Sicht. Oh, warte mal, die Spinde, kann man die öffnen? Fuck, ich hab geschossen, falls euch gerade wundert. Ich hab nichts gehört. Ich auch nicht. Noob. Wow, ey. Die gute Ammo. Ja. Ich bin jetzt in dem großen Gebäude. Ja. Okay. Bin ganz schlecht immer noch. Du. Bin noch in der Kaserne. Komm jetzt wieder raus. So. Das sieht auf jeden Fall verdächtig nach medizinischem Scheiß aus. Gib. Wenn hier nicht schon auf jeden Fall 1000 Leute drin waren. Das sieht aus wie ein Krankenhaus vom Schema her. Bist du reingegangen, also die Treppe? Ja, ich bin. Nee, hoch bin ich noch nicht. Bin noch in der ersten Etage, also Erdgeschoss. Okay, ich auch, aber du bist hier nicht, dann bist du wahrscheinlich auf der anderen Seite. Ach, du hast keine Ahnung von dem Spiel. Verrotteter Apfel, lecker. Er hat mich auch gesehen. Verrottete Kiwi, lecker. Und wo ist denn dieser scheiß Weg noch? Oben hier. So ein Witz. Wupp, wupp, wupp. Na, 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 na.
Lass mich. Also ich habe 3 WCs gefunden, aber keine Treppen. Also ich bin die Treppen hoch jetzt in dem großen Gebäude. Den ersten Stockwerk habe ich schon durch. Ah, ich habe die Treppen hoch gefunden. What the fuck? Ich habe hier ein paar Helme gefunden, falls noch jemand einen Helm braucht. Helme ist meine komplett voll, also... Ich bin jetzt auf dem Dach. Nichts gefunden? Bis oben hin nichts gefunden? Nee. Oh, rotten Kiwi habe ich gefunden und einen rotten Apple. Oh, na denn, hat sich's ja fett gelohnt. Ich muss auch hier in der Ego-Perspektive rumrennen, weil sonst sehe ich den ganzen Scheiß nicht, der hier rumliegen könnte. Ist alles so grau. Ich warte vorm Gebäude. Nee. Auch nichts im Gebäude und auch nichts auf dem Dach. Boah. Glaublich. Waren bestimmt die Typen von vorhin, die uns abgeknallt haben. Die haben hier fett abgesammelt. Die hatten sowieso schon so krasses Zeug, ey. Aber wenn ihr draußen seid, check ich den die Watch hier, den Aussichtsturm. Ich komme jetzt raus. Hallo, hallo. Ja, das sind ja zwei große Gebäude hier, oder? Wo bist denn das? Ja, hast du mich nicht gesehen? Ich sehe dich. Aber mich hast du schon gesehen, okay. Unser neuen Dude, wo ist unser Dude? Der ist bestimmt drinnen oder so, nehme ich an, hoffe ich. Also Moment, ich gehe jetzt da mal, wo wir eingestiegen sind. Bei 1 sehe ich, glaube ich. Ja, ich sehe dich. Okay, nichts in dem Watchtower drin. Aber so, hinter diesem Gebäude gab es ja noch ein anderes Gebäude, oder? Ja, da ist noch ein hohes, da können wir auch noch hin. Das gucken wir auch noch. Na, erstmal eins nach dem anderen, dass wir nichts vergessen. Wäre ärgerlich. Hier hinten war es ihr schon, ne? Hier noch nicht, ich fahre rechts lang gelaufen und durch die Mitte, ja. Aber ganz links war ich jetzt noch nicht. Dann gehe ich mal hier in die Kaserne. Ja. Ganz viel ganz nichts. Oh, hier ist was. Eine... Rotten Banana. Awesome! Oh, ich glaube, da liegt Munition. Oh ja. Oh yeah, Mama. Computer. Gehen wir mal weiter zu diesem großen Gebäude. Jo, Moment, ich hab das. Ach, da, ich seh's. Ich sehe sie doch. Kannst du die Ammo nicht nehmen, oder was? Ah! Da ist Ammo. Und ich kann sie nicht aufheben. Da! Ich habe sie, glaube ich, genommen. Was hast du gefunden? Ammo. Munition. Ah, schön. So, mal gucken, wofür die sind. Gauge Slug. Slugs habe ich gefunden. Ach, für eine Shotgun, die gibt's noch gar nicht. Oh, mein Stomach grumbles. Ich esse erstmal was und dann mache ich mich auch mal auf den Weg zu dem großen Gebäude. Jo, komme ich auch hin. Hier ist nichts mehr. Ja, so ein Konservenöffner. Weil ich habe leider nichts. Oh. Konservenöffner ist nice. Du hast keinen Platz, du hast doch einen Rucksack, da muss doch Platz für sein. Nein, ich habe Konserven, habe auch Hunger, aber ich habe keinen Öffner. Achso, na, ich kann die aufmachen. Wir können die mit einer Axt öffnen, die sind zwar nicht zu 100%. Nee, ich habe ein Messer. Messer ist besser. Ja, oder mit einem Messer. Das war ja nicht zu 100% richtig, aber das ist wenigstens was. Hinter dir, bleib mal stehen. Ja. Hast du Hunger? Ja. Ja, dann schmeißt es mal auf den Boden, deine Konserven, und sie macht die auf. Und ich mach die auf. Und okay, schmeiß sie. Ich tue es mal auf den Boden. Okay. Dauert immer ein bisschen, bis es spawnt. Ja, Messer in die Hand nehmen. Mather. Reines Mather. So. Weil sie sieht auch extrem nach einem Krankenhaus aus. Na, spawn schon. Kommt schon. Ah ja, jetzt. Ja, wir haben schon manchmal irgendwie 2-3 Minuten auf so ein Item gewartet, dachten wir hätten es verloren. So ist das. Haben uns voll geärgert. Oh mein Gott, Rucksack weggeschmissen, scheiße.